has 740. Russians? You sure? No Marine barber touched that head of hair. I'm transmitting a photo. Let's get an ID on him ASAP. I'm on it. Looks like the tanker's theirs now. K-60 Kasatka. Kasatka? Kamov chopper, right? Killer whale. We need to get a fix on who they are. Judging by their transport, aren't they some kind of military commandos? Not necessarily. It could be the KA-62, the civil model. Look, Snake, all we need is the photographic evidence of Metal Gear. As long as we have those, we can put it online and blow the whole thing wide open. So no pyrotechnics, okay? All right. I'll do my best. This isn't like Shadow Moses. Reach me if anything happens. The frequency's 141.12. How can I check in and save my progress? I'll do it. There's a frequency set aside for it. 140.96. Sorry, but no Mei Ling this time. Call me on the codec when you want to save. Got it. I'll be waiting just past the Verrazano Bridge. You need to be off that ship by then. I'll be in touch. Gut, Leute, dann hier nochmal ein nachträgliches Wasser an dieser Stelle. Ich musste mal kurz schneiden. Tja, ist aber auch schon wieder ein Tag her, dass ich weitergespielt habe. Beziehungsweise angefangen habe zu spielen. Weil ich habe das bekommen und hatte nicht sehr viel Zeit, weil ich bin diese Woche generell nicht sehr viel im Haus gewesen. Moment. Wie ging das so? Genau, da ist ein Item da drauf. Sehe ich das? Ja, das sehe ich doch richtig. Also gehen wir da hoch. Auf der linken Seite müsste auch noch was gewesen sein, denke ich. Was haben wir denn hier? Ach, die Granaten, die Überwachungskameras ausschalten, wenn ich mich richtig erinnere. Chaff Grenade, klar, klar, El Chefe. Gut, wir müssen jetzt bloß einen Eingang finden. Der eingehende Ausgang. Das war er. Okay, dann weiß ich das schon mal. Jemand mit Bandage? Bondage, ha, nein, Quatsch. Bandage, also Bandagen, ist doch klar. Ja, ich weiß. Dort ist der besagte Eingang. Alle anderen Türen sind verschlossen. Was ich jetzt noch holen wollte, war hier. Pentazimin. Ah, ich wusste doch, irgendwo war Pentazimin. Wir haben eine Hechtrolle. Anders ist in Metal Gear Solid 1 endlich mal eine Hechtrolle. So, also Gewohnheitstier aus Metal Gear Solid 3 ist wieder da, dass wir uns sofort bewegen. Wir sollten aber aufpassen, denn hier sind überall Wachen. Wie zum Beispiel hier oben. Wow. Naja, ich habe hier super aufgepasst. Autsch. Ich glaube, das wird mir nicht gut tun. Du brauchst mehr als nur Hilfe, Kumpel. Ja, ja. War die dann offen? Warte mal. Oh Gott, wenn er das jetzt wirklich tut. Dann habe ich ein riesen Problem. Ja, ich glaube, der eine sagt mir, dass die Tür verschlossen ist und der andere sagt mir, dass eine Tür offen ist. Und ich glaube, hier sagt er mir, dass die Tür verschlossen ist. Ich kann ja einfach mal aufspielen. Ja. Snake, go through that door into the ship's interior. Push the action button down in front of the door and wait until the door opens before letting go. If you need to open the door faster, hit the action button repeatedly while you turn the handle. Make sure you keep doing it until the door is open. Okay. Also sind alle Türen offen. Das sieht mir aber nicht normal aus. Warte. It's here. Everyone, stay alert.
Everyone stay a whore. Moment. Warum mache ich es nicht so? Ich weiß nicht, geht das überhaupt? Muss ich mal ausprobieren. Oh, nice. Danke der. Na, egal. Kleine Sprachprobleme mit Inbegriffen im Let's Play ist doch normal bei mir. Okay, hier haben wir gar nichts. Also ich sehe. Mal davon abgesehen, dass die linke Tür vielleicht wirklich reinführt, nämlich die rechte, bei der ich es auf jeden Fall weiß. Weil ich meine mich zu erinnern, dieses Spiel wird semi-blind über den Titel haben. Ganz einfach, weil ich es ja natürlich kenne. Ich spiele es nicht zum ersten Mal, aber es ist eine Ewigkeit her. Weil meine CD ist ja kaputt. Da ihr seht, die Tür ist zu. Moment, hier war doch gerade jemand. Oben. Stimmt, ja. Und ich habe es mir auch von einem Kumpel ausgeliehen auf PlayStation 2, das Spiel. Also eine andere Kopie des Spiels. Wobei mein Original eigentlich für PC war. Aber selbst das ist schon Ewigkeiten her, dass ich das gespielt habe. Deswegen erwartet nicht, dass ich jetzt das ganze Spiel kenne. Und um darauf hinzuweisen, habe ich halt Semi-Blind über den Titel hinzugefügt. Beziehungsweise ich sollte es haben. Wehe, wenn nicht. So, hier kommt man dann von links nach rechts. Wir haben jetzt alle Wachen außer Gefecht gesetzt. Und nur um zu erfahren, dass hier oben gar nichts ist. Aber was soll's. Ich kam hier irgendwie drüber. Ich konnte mich da drüber hängen. Ich weiß das. Vielleicht doch erst auf der Plant. Mal gucken. Also, ihr seht schon, hier kommen wir rein. Wupp, wupp. Deck B, Cruise Quarter, Starboard. Warte mal, nee, Steuerbord kann das nicht sein. Wieso sollte man auch die Richtung dann hinzufügen? Das fände ich ein bisschen grenzwertig. Ich habe auch die Waffe gesehen. Warte mal, nicht hier? Ach, er geht ja auch, deswegen. Mal schauen. Das kommt mir vor wie Auto-Aim. So. Weil er automatisch zu zielen scheint. Zu schielen, genau. Bandage. So, für ein Spiel, was 2002 rauskam, ist das aber eine schöne Grafik. Die HD Collection hat halt bloß die Grafik ein bisschen aufgewertet, aber für mich gesehen ist das eigentlich egal. Es geht mir bloß darum, dass ich eine Kopie des Spiels habe, die ich niemals abgeben muss. Außerdem habe ich noch Peace Walker und noch eine weitere Kopie von Metal Gear Solid 3 hinzubekommen. Ach, hier verbrochen. Ja, hier brauche ich Schäfergranate. Wir machen es einfach wie Metal Gear Solid 1. Erstmal drunter durchkriechen, weil das der tote Winkel der Kamera ist. Solltet ihr euch merken. Direkt unter der Kamera stehen hilft im Normalfall, dass man nicht gesehen wird. Für alle Ladendiebe ein hilfreicher Tipp. Nein, Quatsch. Die meisten Kameras sind sowieso so angebracht, dass sie selbst das unter einem filmen, weil sie nicht an der Wand, sondern an der Decke angebracht ist. Was sie sich hier mal als Tipp merken sollten. Obwohl, es wäre besser, wenn sie sich das nicht merken. Ah, noch mehr Elchefe. Denn immerhin würde mir das die Arbeit derbe erschweren. So, die Story habt ihr ja auch soweit mitbekommen. Ein weiterer Metal Gear Prototyp ist gerade dabei, von den Russen gestohlen zu werden, wie es aussieht. Tja, in Schränken kann man sich hier übrigens verstecken, wie in Metal Gear Solid 3. Eigentlich ist es falsch schon gesagt, weil in Metal Gear Solid 3 konnte man das ja, also 3 kam ja bekanntlich nach 2 raus. Oh. Moment, daran erinnere ich mich sogar. So, dieses Auto-Aim gefällt mir irgendwie nicht. Ich kann mich nicht erinnern, dass das im normalen Teil so war und es wirkt auch ein bisschen, das macht das Ganze viel zu einfach, finde ich. Vielleicht ist das ja auch jetzt nur im Tutorial-Modus so. Was ich nicht hoffen will. Wir haben 3 Rationen, die werde ich auch noch an einem bestimmten Zeitpunkt brauchen. Da konnte ich... Ja. Die Überwachungskamera, ich glaube, ich musste erstmal... Da war doch diese Stelle mit diesem Feuerlöscher, wenn ich mich recht entsinne. Und... Ja, genau die. Harlokan, was hast du dazu zu sagen? Snake, wait, don't move. I see it. Some kind of device on both sides of the hall. Infrared sensors? Right. And they're linked to... Let me guess. Semtex. Exactly. Plastic explosives.
If you trip the sensors, I'll be sleeping with the fishes, along with this entire ship. That sounds about right. There aren't that many infrared beams. Maybe you can get past those without setting off the explosives. If you need to see exactly where the beams are, you can use the usual method. There's a fire extinguisher over there. Break it open and try scattering some of the extinguishing chemicals. Wie damals mit seinen Zigaretten. Die könnte man übrigens auch benutzen. Man könnte aber auch an der Überwachungskamera vorbei, um hier hinzukommen, aber da hätte man die Wache. Die. Warte mal. Das sollte ich vorher machen. Ja. Yep. Im schlimmsten Fall hole ich mir davon eine Erkältung, weil das richtig kalt ist. Ja, yep, Semtex. Wieso sagt er, lass mich raten, Semtex, wenn er es doch direkt vor Augen hat? Aber egal. Okay, der lässt nichts für mich fallen. Finde ich aber ziemlich geizig von denen. Oh. Ich habe mir wirklich eine Erkältung eingefangen. Tschu. Wartet mal, ich habe geschnitten, nachdem die Anfangssequenz vorbei war. Das bedeutet 2 Minuten. Dann werde ich den Part ja gleich beenden müssen. Yep. Also wirklich nicht das Zivilmodell. Tja. Wollen wir erstmal Knöpfchen drücken. Snake, did you find out where that ship is headed? No, I'm looking at it. 35 degrees longitude, latitude around 58. More than 500 miles off the coast of the Bermudas, out in the middle of the Atlantic. So the prototype is ready for solo testing. It's basically combat-worthy. That area is outside the Second Fleet's operational range, too. It must be a standalone Marine Corps project, which means this prototype Metal Gear must be designed for independent deployment, without any naval assistance. Anyway, analysis can wait till later. Snake, you need to go down to the hold to locate the actual metal... Ist das ein neues Feature, dass wenn man L2, also R2 drückt, Snakes Gedanken zu durchbrechen? Ihr merkt, ich habe gerade damit ein bisschen rumgespielt, weil ich mich darüber wundere. Ich kann mich daran gar nicht erinnern, dass es so gewesen wäre. Nun, in jedem Fall, hier wollte ich den Part dann beenden. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Part, wenn es dann heißt, dass wir dieses mysteriöse Mädchen mit der Pistole im Rücken... keine Ahnung. Wir treffen sie. Hallo, ja, tschüss, gut. Ciao.